heute hier im Audi Sportpark 1:3 gegen den SC Paderborn. Nach durchwachsenem Beginn haben wir dann doch noch eine turbulente Schlussphase hier erleben dürfen, / müssen. Marino Beliskov jetzt bei mir. Hat man nach der Niederlage schon Worte? Ja, natürlich ist es schwer, Worte zu finden nach so einer Niederlage, weil wir haben uns echt viel vorgenommen nach unserem guten Spiel und Sieg in Frankfurt, wobei wir gedacht haben von vornherein, das wird schwierig, unabhängig, dass Paderborn dieses Jahr Schwankungen hat in Liga. Natürlich wollen wir unbedingt nachlegen und zusätzlich zu Hause noch 3 Punkte zu gewinnen. Das ist euch nicht gelungen. Man hätte heute bis auf Tabellenplatz 4 vorstoßen können mit einem Erfolg. Kurz zum 0:1. Glaube ich, da warst du auch mit dran beteiligt. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, ich bin überrascht, dass so ein Ball in die Tiefe kommt. Der Stürmer macht gut, läuft in mir den Rücken weg und dann steht er allein vom unser Torwart. Natürlich, für unser Torwart war es schwierig zu halten. Und klar kann ich mir nehmen, das geht erst auf meine Kappe. Die Aktionen waren gerade in der ersten Halbzeit vor beiden Gehäusen relativ übersichtlich. Umso mehr Aktionen gab es dann im zweiten Durchgang, vor allem was die Geschichte dieses Spiels betrifft. Ihr macht den Ausgleich durch ein wunderschönes Tor von Ilja Mizanski. Warum habt ihr es dann nicht verstanden, den Gegner in die Schranken zu weisen? Ja, aber wir haben über 90 Minuten mit uns selbst gekämpft. Wir haben unser Spiel versucht durchzusetzen, was ziemlich schwierig in der ersten Halbzeit, glaube ich, letzte Viertelstunde haben wir das geschafft. Und dann anschließend in der zweiten Halbzeit, wir sind gut ins Spiel reingekommen mit einem sehr schönes Tor, mit Ausgleich. Und dann, wir wollen nachlegen. Und natürlich, dann passiert der Platzverweis, was auch nicht spielt in unseren Karten. Und irgendwie, dann sind wir alle ängstlich geworden, statt einfach versuchen, mindestens einen Punkt nach Hause zu bringen. Und dann läuft alles auf einmal schief. Ja, natürlich etwas mehr jetzt momentan nach dem Spiel ist es schwierig zu sagen, weil wir selber alle enttäuscht sind. Und wir müssen einfach kleine Schritte wieder machen, von vorne an anfangen und uns schon vorbereiten für das nächste Spiel. Noch ein Wort zur roten Karte von Stefan Leitl. Hast du genau gesehen, was da los war? Ja, habe ich nicht gesehen, aber insgesamt, ich glaube, dass auch nicht berechtigt war, weil Paderborn durch 90 Minuten haben versucht, ein Spiel zu beruhigen und irgendwie mit 1-0 nach Hause zu fahren. Und deswegen war natürlich von unserer Seite ein bisschen mehr Nervosität und da kann ich auch nachvollziehen vom Leitl, dass er vielleicht so reagiert hat. Okay. Dankeschön, Marino Beliskov.